Ich hatte vor kurzem war ich bei einer Tagung in Berlin gewesen, wo halt gesagt wurde, Ebola ist eine Erkrankung, die sehr wenig ansteckend ist. Das wäre in Deutschland überhaupt nicht möglich, dass eine derartige Massensterben da eintreten. Ich meine, Massensterben sind es auch noch nicht, weil 50 Millionen sind deutlich was anderes als 3000, die bisher an Ebola gestorben sind. Aber das ist eben dort passiert, wo die Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind. Ja, wir haben durch die WHO-Auflagen, durch die WTO oder World Trade Organization-Auflagen, durch die Verarmungsauflagen, die Afrika gekriegt hat, sind ja dort die Gesundheitssysteme zusammengebrochen. Und deswegen wird dort praktisch, läuft dort gesundheitsmäßig eben gar nichts mehr oder sehr wenig. Und deswegen können die Leute halt nicht richtig behandelt werden und deswegen breiten sich diese Krankheiten so auch so grauenhaft aus. Ganz kurz, ich dachte dazu nochmal, ich weiß nicht, ob das so rausgekommen ist. Also was als Definition von Ebola gilt, ne? Das sind also Typhus-ähnliche, Cholera-ähnliche und Malaria-ähnliche Symptome. Und das ist was ganz Gängiges da, ne? Und das wird dann so behandelt. Und was dann hier bei uns definiert wird, das müssen wir mal abwarten. Aber so, also aufpassen. Ne? So, jetzt bin ich ja wirklich fertig. Wer ist noch zu Ebola, tu doch einfach Ebola mal Google-Bildersuche machen, was vor Jahren Ebola für Bilder zu sehen waren, was es wirklich für eine Krankheit ist und guckt euch mal an, was jetzt für Symptome genannt werden, was angeblich Ebola ist.